Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, und wir sind auf einer neuen Version unterwegs, das heißt, es ist neu, es hat ein Update gegeben. 1.33. Ja, siehste, vergessen, aber ich habe es mir aufgeschrieben. 2.3, wahrscheinlich irgendwo Bugs behoben, Performance-Fehler behoben. So, eigentlich hatte ich eine Fracht schon rausgesucht und mal gucken, ob mich unser Navi verlässt oder ob es mir jetzt sagt, wo ich lang muss. Nee, ich hatte es eingestellt, siehste. So, tanken wollen wir noch eben. Ja, dann geht das los, ne? So, heute Tag 4, aber ich bin sowas von müde, es ist unglaublich. Ich weiß nicht warum. Aber man soll es nicht unterschätzen. Schlechte Luft, weil unsere Umluftanlage auf der Firma natürlich immer noch nicht funktioniert. Wärme und ein Anruf nach dem anderen. Und das, ganz ehrlich Leute, das schlaucht. So, irgendwie sitze ich schief vorm Bildschirm. Ich hoffe, das klappt einigermaßen, was wir jetzt hier heute machen. Ist die Feuerwehr unterwegs. Darf ich rein? Bist du ganz freundlich? Ja, ich freundlich. Der lässt mich rein, das ist fein. Das ist eine gute Folgenname. Der lässt mich rein, das ist fein. Okay. So, wir wollen natürlich noch ein bisschen auf dieser Map bleiben. Und von daher habe ich mir eine entsprechende Fracht rausgesucht. Das Problem war, ich hatte vorproduziert. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich haben wollte. Ja, aber das kriegen wir raus. Mit den Toren, das ist, finde ich jetzt schon mal mittlerweile ganz nice. Das funktioniert auch gut. Das war ja sonst immer so als Mod gemacht, ne? Das ist zumindest das hier neu. So, Frachtmarkt. Was hast du denn schön sonst? Pernau, was haben wir denn da oben? Nach Pernau. Dann müsste das gewesen sein. Wir gucken aber mal, ob wir da einen interessanten Trailer finden. Oh. Trockenfracht, Koffer. Abbrechen. Was fahren wir denn überhaupt spazieren? Altverpackung. Boah, den nehmen wir so, wie er ist. Da machen wir nichts dran, wa? Wir fahren nach Pernau. So. Wir werden das zwar nicht alles in einer Folge schaffen, weil wir jetzt natürlich heute die Frachtfahrt gemacht haben. Wo ist er denn? Da hinten steht er. Fahren wir los. 407 Kilometer. Wenn wir heizen, schaffen wir das. Aber wir werden garantiert wieder irgendwo aufgehalten. Deswegen boah, locker flockig weg. Ne, was wir hinkriegen, kriegen wir hin. Was nicht, wir können nicht hexen. Diese Bremsen in diesem... Aber wir können mal diese Tüte Lütz oben drauf ausmachen. Haben wir, glaube ich, oder? Oder haben wir die noch an? Ne. Straufahrstraße. Die wird rot. So, Schluck Kaffee, Prost. Muss sein. Ich darf ja gleich wieder arbeiten. Da braucht man jetzt einen Kaffee. So, dann einen Tag frei. Eventuell auch zwei oder drei oder vier.
Abgeknickte Bäume, das ist auch mal nice, oder? Aber was anderes und nicht immer so gerade stehen. Da ist noch, liegt noch einer. Alter, vom letzten Sturm hier. Richtig Sturmschäden. Hat aber ordentlich gefühlt einige Bäume umgeknickt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Müssen wir gucken, um die entsprechende Quest zu lösen bei oder die Challenge Quest, keine Ahnung, wie man das Ding nennt, bei Steam, würde ich natürlich werde ich alle Städte hier auf dem neuen DLC anfahren müssen. Und ich finde ich die auch alle. Sollte man systematisch irgendwie angehen. Mal gucken. Ob nur mit oder ohne Fracht. Ich habe immer noch den Renault, seht ihr? Ich wollte mir doch mal wieder einen anderen holen. Wenn sich so die LKW-Mods anguckt, da ist im Moment auch nichts Gescheites dabei. Also nichts, was wirklich aufregend ist. Ist immer der gleiche Scheiß irgendwie. Entschuldigung. Was mich einfach auch mal interessieren würde, wären so Concept-Cars. Alter, ich bin viel zu schnell hier. Mit 49 fährst du hier schon. Na gut, bald bin ich 50, dann kriege ich das besser hin. Nein, fährst mit 49 km/h ja eigentlich schon zu schnell. Das ist mit 50 durch den Kreisel sehr abenteuerlich. Man merkt, ich bin noch nicht wach. Ich fahre wie auf dem Eierkarton. Was von keine Lust heute. Und ich gehe viele Leute auf den Weihnachtsmarkt und lassen uns in Ruhe. Deutschland muss mal endlich wieder gescheit werden, ehrlich. Arbeiten am Wochenende. Könnte mich so wieder hinlegen und weiter pennen. Naja, morgen früh wird etwas länger geschlafen. So, kann ich überholen? Darf ich überholen? Ich weiß, ich bin zu schnell, aber das ist mir gerade egal. Ich möchte überholen. Hier ist garantiert ein Blitzer. Scheiße. Doch nicht weit genug runtergebremst. Das kann passieren. Aber egal, ihr guckt euch unseren Kontostand an. Ich weiß gar nicht mehr. 1.133.600.640. Okay, 622.528. Alter, wir haben Holz auf der Gande. Da können wir hier Strafen kassieren ohne Ende. Sonst hin mit dem Geld. Man könnte natürlich, das ist eine Schweinearbeit und wer will das? Man könnte natürlich jeder Garage mit 5 LKW ausstatten, diese am besten vergolden. Man könnte eigene Trailer an jeder Garage haben, 5 Stück meinetwegen oder weiß der Henker was. Das ist ja... Blinken vergessen. Egal. So,
So, da vorne sieht jetzt vom Weiten zumindest noch mal recht spannend aus. Das da muss auch irgendwie so eine Art Kreisel sein. Ist es so? Ja, kann man so nennen. So, hier blinken, hier raus. Wunderschöner Sternenhimmel. Ich habe 0.40 Uhr. Es ist reichlich hell, finde ich. Dafür, dass es 0.42 Uhr ist, 43. Könnte schwarzer sein. Alice Schwarzer. Hm? Na, mein Freund. Und tschüss, mein Freund. War nett, dich kennengelernt zu haben. Was haben wir denn noch? 264 Kilometer? Ne, die werde ich in dieser Folge nicht zu Ende fahren. Ich werde mal einmal wieder eine Folge haben, die zeitlich in den Rahmen passt, in den normalen. So, sieht es nämlich aus. Kann ich ständig überziehen. Ich weiß noch nicht, Gottschalk. Oder Elstner, der konnte das auch so gut. Frank. Ah. Heute Abend werde ich nicht ganz alt. Schauen wir mal. Wollte eigentlich noch eine Runde LS19 spielen. Gucken wir mal. LS19 ist immer so langwierig, ne? Da müsste man eigentlich mal einen Livestream von machen. Du versperrst mir die Sicht. Ein Kilometer ist eine Tankstelle. Fahren wir da schon ran zum Parken? Aber eine Tankstelle ist auch blöd, oder? Sieht. Also so gesehen erstmal relativ großflächig. Wir fahren einfach mal drüber, mal gucken, ob wir uns da irgendwo hinstellen. Bis morgen. Ich habe irgendwie eine Abfahrt verpasst. Glaube ich. So. Ah, wir können hier hinten rum. Das Ding dann auch freigeschaltet. So, hier können wir gut stehen bleiben. Wir müssen ja nicht schlafen. Okay, Freunde, an dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich über neue Abos. Je mehr, desto besser. Bis 100.000 ist es noch ein weiter Weg. Drückt die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen zur nächsten Folge alle gesund und munter wiedersehen. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut.